Herzlich willkommen im RetroBeet. Ich bin Perudor und heute sind wir auf dem Nintendo Game Boy unterwegs. Wir spielen Super Mario Land auf dem Game Boy und wir sind im wunderschönen Ägypten unterwegs. Wir sehen die Pyramiden im Hintergrund, die Palmen, da kommt doch Urlaubsstimmung auf. Und hier sammeln wir unseren ersten Pilz ein. Können wir hier rein? Ne, leider nicht. Die Palmen sind etwas spärlich, die hätte ich mir ein bisschen hübscher vorgestellt. Ah, ganz viele Münzen sammeln wir hier ein. Und es geht weiter durch das ägyptische Level. Ja, Super Mario Land ist ja sicherlich vielen ein Begriff. Ja, das war mal wieder ein Satz mit X. Und schwupps und schwupps. Und 200 Punkte gesichert. Oh, Münzen, Münzen, die brauche ich. Naja. Nicht sehr effektiv eingesammelt. Oh, Pilzchen, ein Blümchen. Jawoll. Und schießen können wir. Können wir hier rein? Jawoll. So, schießen ist auch nicht immer so das Optimalste. Mit draufspringen hat man manchmal bessere Steuerungsmöglichkeiten. Ist hier noch was drin? Außer Münzen? Ne. So, da ist wieder ein Fass, ein Rohr. Jawoll. Und wir sammeln das ein. Da haben wir eine ordentlich schöne Münzen. Gut, wir brauchen ja eh nicht so viele Münzen. Wir spielen das ja nicht durch, das Spiel. Gott, was war das für ein Viech? Eine Riesenwespe? Eine... So, was haben wir hier? Oh, ein Stern. Oh. Ja, sehr schön. Da rennen wir doch einfach mal hier durch. Ah, da ist nichts. Okay, das war's schon. Weg mit dir, du Wespe. Bestimmt so eine ägyptische Power-Wespe. Was macht die Things? Ah, okay. Ein paar Münzen noch sammeln. Na gut, ich meine, wenn wir schon mal da sind. Okay, dann müssen wir da rüber. Schade. Okay. Gehen wir da kaputt? Nee. Ah, sowas kann ich ja nicht leiden. Da kommt es aufs Timing an. Ja. Oh, es gab unten auch einen Eingang. Glaube ich zumindest. Die restliche Zeit klassischerweise als Bonus. Was ist jetzt? Warum geht denn der runter? Na toll. Ja, und weiter im sonnigen Süden Ägyptens sammeln wir wieder eine Blume ein. Sehr schön, aber ich konnte doch schon schießen, oder? Das war aber... Was macht die denn? Schießt die mit Pfeilen? Lassen sie auch immer was Neues einfallen, die lieben Freunde. So, direkt schon mal erledigt. Ja, was soll ich noch zu diesem Spiel großartig sagen? Ist halt ein... Ja. Ein Klassiker. So, da gehen wir jetzt nicht hin. Wir gehen hier auf diese Plattform und springen da hoch und runter. Ui, das war aber knapp hier. Da kommt schon wieder diese schießende Wespe. Geh weg, du. Ja. Ich wollte es eigentlich noch erwischen. Was sind das eigentlich für Löcher da im... In dem Boden. Da. Was macht der denn? Der reagiert überhaupt nicht. Ui. Oh, war aber Glück gehabt. Oh, noch ein Blümchen. Gibt auf jeden Fall 1000 Punkte. Ach, verdammt. Mensch. Nicht aufgepasst. Ja, jetzt springt er wieder da hoch. Aber wenigstens sind wir jetzt groß. Und rüber die Duppe. Jetzt kommt die wieder mit ihrer komischen Stachel da. Ein Herzchen. Oh, wie süß. One up. Ja, schieß nicht so viele Pfeile. Muss man echt aufpassen hier. Ich würde ganz gerne einem abschießen. Ja. Kann man da nicht hoch? Anscheinend nicht. Dann gehen wir mal unten rein.
Vielleicht hätte ich die anschließen müssen, keine Ahnung. So, wie gesagt, restliche Zeit, die ist eigentlich sehr gut und grob gut gemessen. Man sollte in der Zeit das tatsächlich schaffen. Wo sind wir jetzt? In einem unterirdischen Geheimlevel. Da kommen die ersten Fresspflanzen. Leider habe ich keinen Feuerball, dass ich der Pflanze... Das ist aber gemein. War das angezeigt, dass sie runterfallen? Da sind sie, ne? Okay. Dann ist alles in Ordnung. Warum fällt die nicht runter? Vielleicht ein gemeiner Trick. Oh, es war aber auch knapp. Ich wollte gerade sagen, was ist denn dieses Viech denn da vorne? So, geh mal runter, du Pflanze. Wir schauen mal, ob wir das irgendwie jetzt hier... Ja, super. Schießt die auch nach oben? Kann die alles? Gut, dann müssen wir schauen, wie wir das hinkriegen, dass wir die erledigt bekommen. Und ansonsten würde ich sagen, war es das auch schon fast. Denn ich wollte ja nur mal zeigen. Oh, die dreht sich um. Ja, super. Aber da kommen wir, glaube ich, nicht mehr hoch, ne? Nee, da hätten wir, glaube ich, groß sein müssen. Oh, da sind ganz viele... Ja, toll, das habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe geguckt, wie man da unten reinkommt. Na, immerhin fangen wir nicht von ganz von vorne an. Na, siehst du, die kriege ich nämlich nicht kaputt. Das ist sehr ärgerlich. Und fies, dass nicht alle runterfallen. Da können wir, glaube ich, durchgehen. Okay, da fallen wir durch. Dann kann ich mich nicht mal erinnern an diese... an dieses Mauerwerk. Ja, oh. Komm, also wenigstens umdrehen kann sie dich. Das ist ja wohl eine Frechheit. Ja. Super Mario Land auf dem Gameboy. Ich bin Perudor und ich sage danke fürs Zugucken und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.